Ja, ganz kurz mal, mein Name ist Roland von Never Caught Alone und ich habe immer so einen Sprachball mit, um ein bisschen die erste Runde aufzulockern. Den schmeiße ich so ins Publikum und wer den Ball hat, darf sprechen. Ja, pädagogisches Instrument. Fast. War schon nicht schlecht. Habt ihr den hier unten? Dann bist du jetzt dran, ne? Wer den Sprachball hat, ja, das ist ja das Schöne am Sprachball, der sucht sich. Ne? Was du von dem, also kurz dein Name, was du von dem Talk erwartest. Ja, okay, kannst du weiterschmeißen? Ja, aber das kann man nicht so gut schmeißen. Ach so, das Saalmikrofon. Wo haben wir das denn? Hier? Dann müsst ihr das Saalmikrofon schmeißen oder immer dann hinterher. Den Ball hinterher. Ich habe hier jetzt nichts gedrückt. Ich höre dich auch nicht, ja. Aber da müsst ihr in der. Ja, aber komm, lass ihn nicht verwirren. Okay, schmeiß weiter, wir sind ja hier schon fast im Verzug. Ja, sauber. Ja. Ich bin Marius und ich möchte mir, also ich erwarte mir von dem Talk eigentlich, dass ich noch ein bisschen mehr mitkriege, wie ich noch besser verklickern soll, dass vernünftige Software hilft. Wenn er so große Diagonalwürfe macht, dann machen wir danach nur noch einen. Ja, Timo, ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht genau. Bin einfach nur mal gespannt, was auf uns zukommen wird. Okay. Oh, mal. Gut, dass ich einen Softball genommen habe, ja. Und keinen Baseball. Ich weiß auch noch nicht, was ich so erwarte von dem Vortrag. Ich dachte, der klingt interessant. Ja, deshalb bin ich jetzt hier. Hast du gesundheitliche Probleme? Möchtest du damit mit uns in der Gruppe drüber sprechen? Die hab ich immer, aber nee, eigentlich nicht. So, da kannst du dir anfangen, so mein Name ist und ich bin Programmierer und dann klatschen wir alle so. Ja. Ja? Therapiegruppe. Legen wir los. Gibst du mir den Ball zurück? Das Mikro wahrscheinlich auch. Gut, bin ich Roland, habe ich Never Caught Alone gegründet nach einem Nervenzusammenbruch vor 3 Jahren. Da habe ich eben halt den Talk in einer ersten Version geschrieben, das ist jetzt eine Neuüberarbeitung. Und da gehen wir mal rein in den Talk. Achso. Social Media stehen jetzt leider die Icons von den Kanälen nicht drunter. Aber auf YouTube haben wir auf jeden Fall lustige Videos. Auf Twitter habe ich sinnvolle Inhalte für Webdeveloper, die mir selber so über den Weg laufen. Auf Instagram habe ich eine Art Tagebuch, wo ich euch sage, wo ich eben halt so unterwegs bin. Und auf Facebook gibt es jeden Mittag echt ein lustiges, nerdiges Bild. Ja, folgt bitte allen Kanälen. Die sind auf jeden Fall ganz gut. Never Caught Alone. Ich bin Never Caught Alone. Da arbeitet natürlich, also bei der Laden, also da arbeitet einer. Ja, das ist so. Ja. Ja, da hat er recht. Da hat er recht. Da hat er gesagt, hier nochmal für die Kamera, solange er nicht codet, ja. Dem Kunden ist doch scheißegal, was dahinter steckt. Junge, du musst so langsam mal Betriebsgeschwindigkeit aufnehmen. Rollt jetzt einfach mal aus. Weiterbildung, Weiterbildung. Mach das mal nach Feierabend.
Hast doch genug Zeit, so früh wie du immer gehst. Du musst nur ein paar Knöpfchen am Computer drücken. Warum dauert das so lange? Es hat doch funktioniert. Warum hast du es kaputt gemacht? Mach's einfach fertig. Du musst doch klar sein, wir rechnen hier nach Stunden ab und wenn wir jetzt alles optimieren, dann bleibt am Ende für uns weniger Geld übrig. Kunde wird das nicht bezahlen und der will auch keine Tests. Das musst du einfach mal akzeptieren. Wir denken nicht, dass dein Anspruch, wir denken nicht, dass dein Anspruch an Softwarequalität zu uns passt. Und gute Entwickler brauchen gute Arbeitsbedingungen und Weiterbildung. Software. Gut, danach kommen eben halt, dass wir eben halt solche Events organisieren und eben halt versuchen, Arbeitgeber zu finden, die euch helfen. Ja? Ist leider ein bisschen verzerrt hier, gibt das auf jeden Fall hier mit Darth Vader auch als bekanntes Bild. Das Thema ist eben halt, jetzt rutschen mir hier Bullet Points raus. Muss ja noch mal ein bisschen. Okay. Also Software Craftsmanship ist einfach wichtig. Ja, Wissen, das wir haben, müssen wir auf jeden Fall weiterbringen. Das bringt dich selber weiter, das bringt uns weiter und das bringt auch die gesamte IT weiter. Ja, das heißt, diese Open-Source-Projekte, die wir eben halt haben oder auch so eine Veranstaltung, mehr Wissen hilft uns halt allen und tauscht euch da aus. Ja, es ist eben halt immer dieses Senior-Junior-Gefälle irgendwie. Einer weiß da eben halt mehr, weil er irgendwie mehr Berufsjahre hat oder sonstiges. Ja, bringt Wissen zu Entwicklern, redet mit Entwicklern, tauscht euch viel mehr aus. Das bringt uns eben halt weiter. Fangt da an, ein Bewusstsein zu entwickeln. Wir Entwickler sind an für sich echt was ganz Besonderes. Ja, wir müssen uns hier nicht klein machen. Das ist eben halt auch ein Ziel des Talks. Ja, ich bin eben halt Roland. Ich bringe automatisierte Tests und Build-Pipelines in Teams. Ja, also ich baue Build-Pipelines da, wo es kein Wasser gibt. Ja. Und generell ist eben halt dieses Testen. Wer von euch benutzt automatisierte Tests? Das sind schon viele, aber nicht alle. Ja, trotz alledem ist es, richtet sich der Talk natürlich an Leute, die vielleicht keine Tests haben oder keine guten Arbeitsbedingungen haben. So ein Test, das sind eben halt nur so ein paar Zeilen. Ja, ein Test holt eben halt Zeit raus. Ein Test rentiert sich auf jeden Fall halt immer, wenn er eben halt ausgeführt wird, gegenüber der Zeit, die du eben halt manuell brauchen würdest, um irgendwas zu testen. Abgesehen davon, dass du manche Sachen natürlich mit Unit-Tests oder sonstigen, die bekommst du manuell überhaupt nicht abgedeckt, um da eben halt ranzukommen. Ja. Das heißt, Tests sind insgesamt kein Hexenwerk. Ja. Da muss man eben halt auch nicht immer irgendwie auf den Kunden warten, der das jetzt genehmigt und auf das Projekt warten und sonstiges. Das Stichwort hier ist agile Softwareentwicklung. Ja? Agile Softwareentwicklung ist, also der Begriff Agile und die ganze Szene, die ist vielleicht eben halt auch immer mit sich nicht so im Reinen, aber im Grunde genommen bedeutet es eben halt, dass wir Software schnell releasen, dass wir die schnell live bringen und dass wir Feedback von einem User bekommen. Ja? Die Sache ist aber halt die, dass wir irgendwie halt noch Stunden verkaufen. Oder häufig halt Stunden verkauft werden, weil der Kunde das so will. Ja, der will Feature A und B, der hat eben halt eine Webseite, die konvertiert, sage ich jetzt mal, auf vier Sprachen nicht.
Und dann haben sie ihm aber erzählt, mit der fünften Websprache, da geht dein Shop jetzt durch die Decke. Dann hat das eben halt einer verkauft, ihr müsst das irgendwie auf die fünfte Sprache hochheben, statt eben halt irgendwie eine neue Version halt hochzubringen oder einfach mal einen User zu fragen. Und ich finde eben halt einfach, wir sollten erfolgreiche Webseiten bauen und uns viel mehr einbringen, was diesen Entscheidungsprozess, welche Features denn irgendwo gebaut werden, das müssen wir viel mehr übernehmen, weil wir halt die Fachkräfte sind. Wir haben halt auch Ahnung davon. Wir sind eben halt auch selber User. Ja? Das aktuelle Problem ist, dass es eben halt viele Bugs gibt. Ja? Und Bugs, die werden bei uns halt oft so unter den Teppich gekehrt. Ja, das will keiner sehen, da kommt keiner für auf. Die Stunden, die damit zu tun hängen, die werden auch nicht richtig erfasst. Tatsächlich taucht so eine technische Schuld taucht auch nicht in einer Jahresbilanz auf. Ja, dass es Kennzahlen gibt, wie viel Schaden eigentlich entsteht und wie viel länger Dinge eben halt dauern, weil wir eben halt nicht geil im Code werden dürfen. Gute Teams freuen sich über Bugs. Ja, die sehen die Bugs als Herausforderung. Die sagen eben halt, hey, wir haben einen Bug. Geil, wir können unsere Software verbessern. Das sind agile Teams. Bei gibt es eben halt einige, zum Beispiel Zipgate in Düsseldorf. Die freuen sich eben halt, wenn eine Build-Pipeline fehlschlägt. Ja, dann freuen die sich, dann wissen die eben halt, hey, hier können wir was geiler machen. Bei allen anderen ist irgendwie so, ja, scheiße, hier, dann schalt doch mal die Tests aus, das muss jetzt live gehen. Ja. So, Bugs, hör mal, brauchen wir nicht. Bugs können wir hier nicht gebrauchen. Wenn wir automatisierte Tests haben, die finden dann eben halt Bugs. Tests sind irgendwann rot und dann heißt es eben halt so, ja komm hier, die Tests, die halten uns nur auf. Ja, das darf nicht passieren. Aktuell ist es eben halt leider so, dass wir häufig, man muss dazu sagen, ich komme jetzt aus einem Agenturumfeld, ja, 20 Jahre irgendwie Web, PHP-Entwicklung, 20 Jahre Agentur, 20 Jahre vorderste Front irgendwie. Wir sind insgesamt eben halt als Entwickler ferngesteuert. Ja? Das heißt, andere Leute entscheiden, was kostet, wie lange das dauert, wie viele Stunden dafür irgendwie aufgebracht werden. Wir haben da zwar so ein leichtes Mitbestimmungsrecht, wenn wir in irgendwelchen Planning-Pokers oder sonst eben halt Runden eingeladen werden. Aber da wird eben halt auch versucht, so, ja, okay, mach doch mal dieses Feature noch mal mehr. Im Grunde genommen ist irgendwie, ich hatte jetzt von Dark Scrum hier vorhin auf jeden Fall auch gehört, gibt es eben halt sowas, dass Release-Zyklen, wer hat hier einen Release-Zyklus von 2 Wochen? Wer ist schon drunter? Okay, die anderen sind drüber. Das waren ja recht viele am Anfang, die sich gemeldet haben. Wenn du natürlich so einen Release-Zyklus hast, der halt total lange ist, dann ist alles nicht mehr so gut planbar. Und dann hast du eben halt alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen halt so eine Deadline. Dann dürfen Leute eben halt, dann sind die letzten 3 Tage, da muss dann alles zusammengezimmert werden und dann ist eben halt alle 4 Wochen Hölle. Ja, das ist auch nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Das ist eben halt eine schlechte Sache so. Und wichtig ist eben halt, dass wir Kunden aufklären. Ich habe angefangen, das Thema lautet Arbeitsschutz in der IT. Wenn wir einem Kunden sagen, dass wir, wenn wir Sachen für einen Internet Explorer 6 optimieren, dass wir dann Kopfschmerzen bekommen und ausfallen und gesundheitliche Folgen haben, dann ist das eine andere Argumentation gegenüber dem Kunden und eine Sache, die auch bildlich und verständlich wird. Arbeitsschutz wird in Deutschland halt ganz groß geschrieben. Nachhaltigkeit auch. Wenn wir aber nur in Versionsnummern reden, ja, das heißt, wir wollen jetzt eben halt PHP 5, wir wollen statt PHP 5 PHP 7 haben und alles ansonsten halt nichts anderem den Kunden sagen, dann sieht er das eben halt auch irgendwie wie so ein iPhone. Ja? Da gibt es eben halt ein iPhone 4, iPhone 5. So, da ist eben halt so ein bisschen besser, aber zum Telefonieren reicht das ja auch. Der braucht ja jetzt kein iPhone X, da muss ja nicht immer der neueste Scheiß halt hin, weil der Entwickler das eben halt jetzt will als Spielzeug.
Wir müssen ernst genommen werden. Wir müssen sagen, das sind neue Features, die nehmen uns Arbeit ab. Die Sachen, die haben eben halt Sicherheitslücken, werden das ist performanter. Das sind Dinge, die wir nicht ständig nachprogrammieren müssen. Wir müssen eben halt mal anfangen, gute Software zu verkaufen. Ja? Die Folgen, die aus schlechter Software entstehen, ich behaupte eben halt, dass Legacy Code krank macht. Ja? Und ich habe, wie gesagt, ich bin selber betroffen, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich bin von einem auf den anderen Tag 6 Wochen lang ausgefallen. Ja? Das ist mir an einem Mittwoch passiert, mit so einem Heulzusammenbruch. Abends irgendwie im Bett. Ich weiß noch, dass ich meine Familie angeschrien habe, das Haus doch bitte zu verlassen, weil ich gesagt habe, also entweder ihr verlasst das Haus und haut jetzt ab zur Oma und lasst mich halt in Ruhe, oder ich verlasse das Haus und das ist nicht so geil an dem Tag. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung. Ja, das war nur ein Nervenzusammenbruch. Den zusammen mit einem super beschissenen Arbeitgeber, den habe ich verlassen. Ich habe also am nächsten Tag meinen Job gekündigt. Ja, ich bin da ohne Rechner hin, aber halt gesagt, hier, ich schreibe dir keine einzige Zeile mehr. Und bin da eben halt raus. Ja? Trotzdem bin ich 3 Jahre lang in therapeutischer Behandlung. Ich bin auch fast 2 Jahre lang nicht mit Druck klargekommen. Das ist als Entwickler eine völlige Berufsunfähigkeit. Wenn du keine Zeiten mehr schätzen kannst, wenn du denkst, so, boah, 2 Wochen soll das fertig sein, das hämmert in dich ein. Und du bist eben halt einmal in so einem Zustand der Dünnhäutigkeit. Und dieser Zustand der Dünnhäutigkeit, der triggert dich halt. Das heißt, dein Körper, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass der Stress aktiv abwehrt. Das bedeutet eben halt, dass wenn meine Tochter, die sind jetzt 4 und 2, die waren da von mir aus 3 und 1 oder was weiß ich, Säugling und 2 Jahre alt, ich weiß es halt gar nicht so genau. Wenn die mir aufs Dach steigt, weil sie eben halt irgendwie Krach macht oder der Papa eben halt irgendwas gerade erledigen muss oder sonst was, dann schreie ich die an. 2-jähriges Kind, das sich irgendwie über sein Leben freut und noch keine Grenzen kennt, und ich schreie mein eigenes Kind an, weil ein Kunde Geld sparen will, weil meine PHP-Version nicht geupgradet wird. Das läuft also in mein privates Leben hinein. Das darf uns nicht passieren. Wir sind an für sich, wir sind schon irgendwo so eine Elite, die laufen uns hinterher. Wir kriegen mit einem Telefonanruf einen neuen Job und wir kriegen es aber nicht hin zu fordern, dass nur unsere Vendor-Libraries geupdatet werden sollen. Ja, wir müssen hier gar nicht groß fragen, wer hier auf alten Vendor-Libraries läuft. Ja, da müsst ihr auch einfach mal die Wahrheit zu euch selber, was für komische Systeme. Ich habe mal gesagt, nirgends werden so werden tote Pferde so weit geritten wie in der IT. Ja, die sind überholt. Da werden ja zum Teil Serversysteme für 5, 6 oder so, die sind abgestellt worden von Hetzner etc. Ich habe leider nur PHP-Beispiele. Ja. Dann zaubern Leute irgendwie eigene Server aus dem Nichts, damit diese Applikationen am Leben erhalten werden. Das gibt es nicht. Ja. In Diamantenminen in Afrika, da gibt es das vielleicht. Ja. Unterschätzt diese Sachen nicht. Da sind auch viele von uns betroffen. Ja? Und gute Entwickler, wir sind eh zu wenig. Wenn die noch weggesägt werden, dann sind wir noch weniger. Ja? Und die kommen zurück. Es gibt Leute, die verlieren da Häuser. Es gibt, denen hauen die Frauen ab. Denen haut eben halt alles Mögliche eben halt ab. Da werden ganze Existenzen zerstört. Ja? Die kommen nach 2 Jahren wieder. Die sind berufsunfähig 2 Jahre. Die arbeiten 2 Wochen und fallen wieder 3 Monate aus. Das sind Menschen, das sind unsere Freunde, das sind unsere Kollegen. Die müssen wir schützen. Die müssen wir rausholen. Wir müssen uns selber schützen und wir müssen andere auch schützen. Wir müssen zusammenstehen. Automate all the things. Diese ganzen nervigen Prozesse. Wir haben so viele Ideen, was eben halt schneller und besser gemacht werden kann. Automatisiert die, das ist a programmer instinct.
Baut euch ein kleines Skript, das irgendeine Scheiße für euch erledigt. Das steckt in euch. Und sobald ihr anfangt, Software für Software zu schreiben, wird die geiler, die wird versioniert, die wird transparent, da kann man im Team mitarbeiten. Aber wenn jeder irgendwie einen halben Mittwoch mit irgendwelchen Zetteln dafür braucht, um irgendwas live zu bringen, das ist doch peinlich. Ihr habt wahrscheinlich alle Senior-Web-Developer-Titel, ja? Oder irgendwas anderes, ja? Aber du machst das ja auch nicht seit gestern, ja? Ich mache das jetzt halt seit 20 Jahren, ja? Ich habe meinen Senior-Titel ja an den Nagel gehängt, damit ich mich jünger fühle. Ja? So, ich finde den halt doof, ja? Das ist wie so eine Behinderung, ja? Ja, aber eben halt so, ihr seid's eben halt und dann kann es nicht sein, dass man immer in so unprofessionell, also sich so unprofessionell verhalten muss. Rücken gerade, ihr seid die Fachleute. Seid stolz auf euch. Seid stolz darauf, dass ihr Entwickler seid. Das ist so ein geiler Job. Ja, wir haben Meetups. Da kannst du hingehen, das ist jetzt nicht irgendwie so, als würden da irgendwelche komischen, nerdigen Informatiker hier dieses Day of Life oder wie Game of Life nachprogrammieren und sich da den ganzen Tag irgendwie in den Keller bashen, ja. Sondern da sind gute Speaker, das sind gute Veranstaltungen, das wird eben halt recherchiert, das ist irgendwie nichts mehr, was irgendwie so im Keller ist, ja. Nehmt diese Veranstaltung wahr, geht dahin, tauscht euch aus mit anderen Entwicklern. Natürlich trifft das immer die Falschen, ja. Es treffen immer Leute, die halt auf so einer Konferenz vor mir stehen, ja, und sich das eben halt anhören müssen. Aber trotz alledem, macht da eben halt auch mehr, bringt euch ein. Fragt die nach Lösungen. Fragt die, wie man Sachen migriert. Fragt die, wie man Sachen deployt. Fragt die, wie man Sachen geiler machen kann. Helft euch gegeneinander. Wir müssen hier mal ein bisschen Know-how aufbauen. Ja, das ist einfach irgendwie... Das ist zu wenig, dass irgendwie das Wissen, was im Meetups und von Freizeit eben halt geholt wird, dass das eben halt bei uns reinkommt. Ja? Never Code Alone, mehr als nur ein T-Shirt-Motto. Es gibt ungefähr... Habe ich jetzt mal selber ausgerechnet, ja. Auf die Zahl muss man sich nicht unbedingt berufen. 1 zu 10 oder 1 zu 15 Entwickler, die nicht an solchen Konferenzen teilnehmen, die nicht auf Meetups gehen, die aber alle bei euch in der Firma hängen. Kennt ihr zu Genüge. Die müssen wir abholen. Das sind nämlich unsere Freunde. Und die sind auch die einzige Chance, um Entlastung zu bekommen. Dass hier irgendwie 1000 neue Entwickler anfangen in unserer Bude, das ist einfach Quatsch. 20% der Mehrentwickler werden jedes Jahr gesucht. Das ist eine Zahl, die ist halt nachgewiesen, die ist eben halt so. Und so viele Leute, also es ist ja nicht irgendwie so, dass auf 5 Leute, die wir hier sind, jedes Mal halt ein neuer Informatiker ausgebildet wird. Das kennt ihr ja von euren eigenen Betrieben halt. Das heißt, die Leute, die hier nicht sind, die müssen wir irgendwie motivieren, wieder geil zu sein. Nerdet die einfach mal an. Zeigt denen mal irgendwie, wie man mit IntelliJ Live-Templates schreibt, wie man weniger mit der Maus programmiert. Wie man mit einem Terminal umgeht. Es ist ja vollkommen erschreckend, wie viele Leute seit 15 Jahren programmieren und überhaupt nicht mit Tools umgehen können. Ja? In dem Moment, wo du das schaffst, Leute anzunörden und die Bock auf ihren Job haben, in dem Moment gehen die auch nach vorne. Noch was ist das? Dieses ganze Thema Softwarequalität ist nur als Team zu bewältigen. Anders geht das nicht. Du kannst nicht mit 10 Fingern Clean Code gegen 50 Finger Legacy Code schreiben. Das ist einfach auch eine völlig beschissene Position, wie so eine Mutter, die den ganzen Tag aufräumt und wo so Blagen rumrennen. Das macht überhaupt keinen Bock. Bock macht es aber eben halt, ihr müsst als Team konkrete Forderungen aufstellen. Ihr müsst sagen, ich möchte eine Build-Pipeline oder einen Code-Standard oder irgendwie ein Linting.
was auch immer als erste Stufe bei euch in die Pipeline halt rein. Also wahrscheinlich ist statische Code-Analyse ja einfach ein gutes Tool, das einen ersten Deployment-Prozess eben halt macht, dass alleine ich irgendwas auschecken kann, sage ich eben halt Docker oder Vagrant oder was auch immer eben halt ab, dass lokal direkt eine Entwicklungsumgebung läuft, womit ich halt programmieren kann. Das ist so viel Zeit, die verloren geht und so viel Frust, der verloren geht. Wenn neue Entwickler anfangen, dann brauchen die irgendwie 2-3 Tage, um auf die Bahn gebracht zu werden, weil dann ist irgendwie, dann kriegen die noch nicht mal einen vernünftigen Datenbank, mit dem die arbeiten können. Live können sie nicht nehmen, von einem anderen Entwickler, da sind schon Features drin, das irgendwie migriert und dann irgendwie so, ja, muss er halt irgendwie so ein bisschen warten. Warten ohne Ziel, das ist völlig beschissen. Man fragt sich eben halt die ganze Zeit, wo ist eigentlich die Zeit, die wir eben halt nicht haben, um geileren Scheiß zu machen? Wir verbrennen die doch selber. Ja? Und da muss man sich ehrlich mal fragen, wer hat denn eigentlich die Asse auf der Hand? Wenn ich jetzt mal sage, irgendwie so, ich nehme jetzt mal ein Friday for Deploying oder so, machen wir uns irgendeinen lustigen Hashtag. Ja? Und dann sage ich eben halt dem Chef, pass mal auf, wir machen nächsten Freitag, kümmern wir uns um automatisiertes Deployment mit allem Mann. Was soll der denn machen? Soll er euch abmahnen? Wer hat die Asse auf der Hand? Soll er euch alle rausschmeißen? Warum haben die eigentlich immer so einen Schiss? Das verstehe ich nicht. Ich mach die Scheiße ja nicht mehr mit. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ja, ich mach das nicht mehr. Diesen ganzen Terror, ja. Verantwortung ist hier ein wichtiges Stichwort. Wie liege ich denn in der Zeit? Gar nicht so schlecht. Viel zu schnell auch ein bisschen, ja. Verantwortung, ja. Verantwortung übernehmen. Wir haben Verantwortung für uns selber. Wir haben Verantwortung für unsere Familien, wir haben Verantwortung für unsere Arbeitgeber, wir haben Verantwortung für unsere Kollegen und wir haben Verantwortung für die Kunden. Für die sollen wir das Beste tun. Jetzt gibt es ganz viele Stunden, die nicht erfasst werden. Die werden auch einfach nicht abgerechnet. Und dieses Preisdrücken, ja, ich verstehe das überhaupt nicht, warum sich Leute immer die Preise von Preise und Zeiträume von IT-Projekten können die sich aussuchen. Warum? Weil das irgendeiner macht. Wir müssen mal Nein sagen. Wir müssen mal sagen, nein, das mache ich nicht. Ja, ich hatte jetzt vor kurzem eben halt auch dann hier irgendwie so einen Shop, wollten sie eben halt irgendwas haben, da haben sie schon im März halt drüber gesprochen, habe ich gesagt, ja, hier können wir machen und dann haben sie sich jetzt irgendwie gemeldet, also sie wollten das eben halt im September halt online haben, ja, dann haben sie sich jetzt in der ersten Augustwoche bei mir gemeldet, einmal hier, kriegst du fertig, ich gesagt, nein, mache ich nicht. So, ich kümmere mich eh jetzt um meine Kinder, weil eben halt Kinderbetreuung ist da halt zu. Hat er noch gesagt, hier, da können wir ja eine Lösung finden. Wir haben ja hier, habe ich gesagt, nee. So, was, ich will hier bei meinen Kindern sein. Ja, dieses ewige Abgraben, so, kannst du nicht nochmal, mach doch mal. Weil wir eben halt einfach zu nett sind. Wir sind eben halt nerdige Leute, die eben halt Bock sagen und viel zu viel Ja sagen. Wir müssen mal stärker sein und stärker Nein sagen. Das ist wichtig. Ja? Weiterbildung in der Freizeit, das muss belohnt werden. Ja? Da muss es irgendwelche Punkte für geben. Da müssen wir ICE-Karten für bekommen. Da müssen wir Jobtickets für bekommen. Da müssen wir Ausgleichszeit für bekommen. Da müssen wir vielleicht irgendwelche Titel für bekommen. Ja? Aber das muss gesehen werden, wenn sich Leute halt weiterbilden. Wayne Gretzky, großer Eishockeyspieler, kennt ihn einer? Klar. Alles gewonnen, alle Tore gemacht, hat er irgendwie, ja, ist hier unten ein bisschen abgeschnitten. Der sagt eben halt, a great hockey player plays where the puck is, a good hockey player plays where the puck is, a great hockey player
place where the puck will be. Ja? Nach vorne gucken und sich weiterentwickeln. Wer glaubt, was zu sein, hat aufgehört, was zu werden. Software Craftsmanship. Es gibt hier kein Limit. Du kannst dich nicht irgendwie geil als Entwickler fühlen, wenn du irgendwie nur von Legacy-Codern und Blindgängern umgeben bist. Ja? Das ist nicht geil, nur eine Stufe hochzugehen. Ja, geilen Scheiß machen, so richtig geil programmieren, abgefahrenes Zeug programmieren. Wir haben hier in Deutschland und in Europa haben wir kein Social Network außer Xing. Die Amis bestimmen uns mit ihrem Amazon. Das gibt es überhaupt nicht. Amazon ist eine totale Katastrophe. Ja? Die machen Sklavenarbeit. Die haben Leute mit Uhren, die irgendwie die Bewegung tracken und wenn die auf dem Lager nicht genug Kilometer in einer Stunde machen, dann werden die rausgeschmissen. Das machen wir alles mit, weil wir kostenlosen Versand irgendwie für einen Tag bekommen und das Ding am nächsten Tag da ist. Deshalb tolerieren wir eben halt einen totalen, die drücken Zulieferer. Die drücken Preise, die zahlen keine Steuern. Bestellt bitte bei Otto. Die sitzen in Deutschland, die beschäftigen deutsche Programmierer, die setzen sich für soziale Unternehmen ein, die haben ganze Straßen, die halten eben halt uns so, warum nicht? Wir haben Shopsysteme, wir sind gut, aber wir schmeißen die ganze Scheißkohle zu den Amis. Wir müssen mal selber eigene Software rausbringen. Wir müssen uns auch unseren Markt irgendwo zurückholen. Ja, wir müssen mal transparent, wir müssen mal was Geiles machen. Ja, wenn Citroën irgendwie sagt, hör mal hier, ich als Automobilhersteller so, Webdesign nehme ich nur aus Deutschland. Diese deutsche Industriestandard, dieses Stolzsein, sie tun noch ganz viel. Auch der Staat tut viel. Wir müssen uns vielleicht auch an die Politik wenden oder sonstiges so. Wir müssen auf jeden Fall mal unseren Arsch nach vorne kriegen. Wir tun zu wenig. Das ist halt so. Wir müssen uns einbringen. Wir müssen in den Debatten am Tisch sitzen und teilnehmen. Da sind immer nur andere. Ja, nach vorne gehen. Nico Lummer hat gesagt, hier kündigt alle eure Jobs. Lasst euch am nächsten Tag für die doppelte Kohle einstellen und arbeitet nur noch die Hälfte der Zeit. Sie werden es tun. Das stimmt. Was meinst du, wenn wir mal am Freitag sagen würden, hier packt keiner die Tastatur an? Ja, die Bahnfahrer, die bekommen das hier, die Lokführer, die bekommen das hin, irgendwelches Bodenpersonal von Kofferträgern, die legen ganze Flughäfen lahm. Wir haben keine Gewerkschaft, wir haben nichts, wir haben überhaupt keine Verbindung. So, lass doch mal hingehen, irgendwie mit PHP 7 fahren oder ihr könnt ja auch irgendwelche Java fahren. Ist das Java 10? 9 jetzt aktuell? 12 schon? Ja, siehst du mal, weil ich da, dann nehmt ihr halt ein paar Java 12. Fahren halt mit, ja, und dann demonstrieren wir mal. Dann ziehen wir mal durch die Stadt. Dann legen wir mal irgendwie irgendwas legen wir mal lahm. so eine Kreuzung irgendwie, muss ja jetzt nicht spektakulär sein, ja. Flughafen, ja, vielleicht. Flughafen vielleicht nicht, also am Berliner Flughafen brauchen wir nicht einen Namen zu legen, ja. Die Frage ist, wie wir da rauskommen. Du kannst dich entfalten. Dir steht auch keiner im Weg. Das ist so geil. Du kannst eben halt hingehen, als Java-Entwickler kannst du eben halt auch sagen, hier komm, wir haben ja jetzt Europa, ja, da hast du keine, da kannst du einfach eine Mietwohnung in Barcelona halt beziehen und arbeitest halt da. Mach das doch mal. Arbeite doch mal 3 Wochen in Schweden. Dir geht ja jetzt keiner in Schweden halt auf den Sack, wenn du dem sagst, hör mal, ich würde gerne 3 Wochen für dich arbeiten. Da findest du ja Arbeit. Nimm diese Möglichkeiten einfach mal wahr, über den Tellerrand heraus. Das ist ja völlig geil. Ja, gibt Leute, die arbeiten in Vietnam, die arbeiten in Australien und sonstiges so, in Holland. Kannst du remote arbeiten und so. Es gibt so geile Möglichkeiten, was zu machen. Ja, und du ärgerst dich irgendwie halt manchmal damit irgendwo rum, dass du kein Composer-Update fahren darfst, ja. Oder NPM-Update oder was auch eben halt auch immer, ja. Die blockieren uns eben halt, ja. Trefft andere Entwickler, die hier sitzen. Hier sitzen Entwickler, das sind gute Entwickler, die haben vielleicht auch gute Arbeitsbedingungen. Und tauscht euch mit denen aus. Und Entwickler sagen eben halt auch die Wahrheit. Ja, wenn du einen Entwickler fragst, hör mal, ist bei euch echt geil, dann sagt er dir die Wahrheit. Der wird dich nicht anlügen und sagen, ja, komm mal rüber.
Ja? Kennt ihr diese Versprechen in Vorstellungsgesprächen? Das ist ja eine Katastrophe. Da haben sie mich halt auch mitgecasht. Guck dir mal Stellenausschreibungen an, ja? Geiles, hochmotiviertes Team mit dem aktuellen technologischen Stack und hier irgendwie jeden Freitag Slack-Time und sonstiges, ja, und ist ja jede Bude hat das, ja. Jede Bude hat nur die geilsten Entwickler mit den aktuellsten Technologien, ja. Da müsste ich gar keinen Vortrag halten. Und der Kicker haben der Club Mate, Bällebad, was du halt so brauchst als Entwickler, ja. Bitte? Kununu ist ja so ein Bewertungsportal für Arbeitgeber. Steht natürlich viel Fake-Scheiß drin. Gibt viele Firmen, die da eben halt sagen, hier schreibt mal geil. Gibt da eben halt auch natürlich negative Meldungen so. Weiß ich nicht. Ja, es gibt Leute, die hauen bei einer Firma ab, aus Gründen, die findest du vielleicht gut. Also es gibt Leute, die sagen, hier, ey, ich kann da Dinge bewegen. Die anderen sagen so, ja, ich hätte da Dinge bewegen müssen. Das ist auch so eine Wahrnehmung. Grundsätzlich glaube ich eben halt, wir sind klein genug. Du hast deine User Groups in deiner Technologie, hast du in deiner Stadt sitzen. Und ich glaube, mit den Leuten kannst du dich halt schon austauschen. Kununu, ich weiß es nicht. Also wenn da eben halt nur Scheiße drinsteht, ja, dann ist da auf jeden Fall Vorsicht geboten. Aber Kununu, also generell sind Bewertungssysteme sind fake. Ja, das muss ich halt ehrlich mal sagen. Ich würde da jetzt nicht drauf gehen, wenn die hier sagen, hier, das macht, also diese positiven Bewertungen, die da drin stehen, ja, die hat schon einer irgendwie. Ja, aber weißt du, wenn der super abgefuckt ist, weil er irgendwie ein Apfel und ein Ei nicht bekommen hat und dann, also ich meine, ich habe hier auch schon, Dankeschön. Ja. Ja. Wer von euch hat innerhalb der letzten 3 Jahre einen Arbeitgeber gewechselt? Wer von euch hat bei Kununu eine Beurteilung geschrieben? Okay, also ja, vielleicht ist das, also eigener persönlicher Eindruck, ja. Ja, haut die Entwickler an, die da eben halt sind, ja. Findest du ja bei Xing und sonstiges, ja, haut dann vielleicht nicht einen IT-Leiter an, ob da geil ist zu arbeiten, ja. Ist vielleicht nicht das Sinnvollste, was du machen kannst. Aber wir kommen da eben halt auf jeden Fall halt raus. Ja, und eine ganz wichtige Sache für mich war eben halt so, ich habe mir halt einen Tag in der Woche freigenommen. Ja, ich habe danach nur noch 4 Tage in der Woche gearbeitet. Ich habe den Montag abgehackt. Montag ist einfach ein scheiß Tag. Das ist so. Werd den los. Ja, 20% Gehalt. Fuck it. So what? Persönliche Weiterbildung, persönliche Entfaltung. Du arbeitest an deinen Skills. Das ist eine Investition in dich und dein Know-how. Geh da raus. Wenn du 40 bis 60 Stunden in der Woche Tickets ballerst, dann machst du nichts mehr. Da läufst du eben halt irgendwann, du läufst eben halt in dein Verderben, ja. Okay. Do what you love and love what you do. The best job in the world. Ich muss sagen, jetzt hier, ich habe den Talk ja geändert, der war ja mal ein bisschen böse, habt ihr vielleicht mal irgendwie bei auf YouTube gesehen, damals bei den Code Talks mit Metallica-Quotes drin und so, sehr dunkle Bilder. Ich konnte den Talk halt nicht mehr halten, ja, mir geht's viel besser. Ich bin auch viel positiver, ich muss eben halt auch sagen, ich fand den eben halt auch zu doof, eben halt da drauf zu hauen. Ich möchte den Leuten eben halt auch was Positives mitgeben. Ich kann ja auch mal in meine Quotes gucken, die habe ich ja extra hier geschrieben. Geht auf jeden Fall aus der Schusslinie raus. Ja? Das ist eben halt wichtig. Also wie gesagt, wenn du eben halt so am Limit bist, und das ist eben halt auch diese Dinge, die eben halt dieses Limit erkennen. Ja, immer. Es gibt so Firmen, da ist eben halt so, ja, hast einen Hörsturz, dein erster.
dieses Leichtnehmen von diesen seelischen Erkrankungen. Und hier ist ja jeder, und wer mit Druck in der IT ist, der hat, wer mit Druck nicht klarkommt, der hat in der IT nichts verloren. Und wenn du hier im Backend bist, dann kannst du ja ins Frontend gehen und so, ja. Das sind Dinge, die bringen eben halt keinen weiter, ja. Nehmt diese Sachen eben halt ernst und so, hab einfach Bock auf deinen Job. Ich habe eine Freundin, die ist jetzt eben halt, hat sie gerade eine Ausbildung bei so einer reinen Ausbildungsbetrieb als Physiotherapeutin. Die leben ja alle davon, ja. Davon, dass es uns so scheiße geht, da ist ja der Physiotherapeutenmarkt, der blüht ja dann praktisch auch auf, ja. Die Nachfrage, das steigt ja. Den haben die eben halt von Anfang an am Ende gesagt, hier, schön, dass sie bestanden haben. Pass mal auf, ihr werdet gesucht, ihr werdet gebraucht. So, wenn die Kohle nicht stimmt oder euch, dass euch kein, der Job euch keinen Bock macht, dann geht woanders hin. So, das ist Physiotherapeuten, wird das gesagt, ja. Macht das. Der Kuchen vom Ganzen. Diese Legacy-Projekte, die kosten total viel Unterhalt. Das ist auch ein riesiger Markt. Ja. Es gibt ja ganze, es gibt ja eine ganze Consultant-Fraktion, die durch Deutschland ständig mit dem Flieger unterwegs ist, um Legacy-Projekte irgendwie, um da eben halt irgendwas für zu tun, ja. Hier wird auch jedes Mal werden eben halt hier auch Stunden verkauft, ja. Das heißt, auf der anderen Seite wird irgendwie total viel Kohle gemacht und bei uns bleibt aber in der Breite nicht so viel hängen, ja. Wir brauchen transparente Gehälter. Transparente Gehälter sind wichtig. Ich kriege 80 Euro in der Stunde. Mein letzter, mein letztes Jahresgehalt als PHP-Entwickler waren 65.000 im Jahr. Ich gehe da ganz offen mit raus. Denn sobald es nicht transparente Gehälter sind, ist da eine total hohe Unfairness drin. Das heißt, wenn einer 4 Jahre in der Firma ist und der ist eben halt lieb und nett und da kommt eben halt einer durch einen Headhunter da rein, der dessen Jahresgehalt einfach mal um 15 Kilo halt hochschraubt, dann haben die eine total große Diskrepanz, tun aber am Ende dasselbe. Und deshalb werden Leute von uns gedrückt. Es ist auch so was Schlimmes bei Programmierern, dass sie eben halt denken, okay, ich kriege jetzt eben halt 60.000, ich kenne aber einen, der kriegt 54.000, so deshalb bin ich glücklich. Guck mal nach oben. IT-Gehälter sollten viel geiler sein. Das ist so, ja. Guckt euch mal irgendwie so eine Automobilindustrie an oder so, ja. Die kriegen echt mehr Kohle. Die. Ja, richtig, die steigen einfach nicht. Und deshalb halt. Ich bin so ein bisschen busy. Ich weiß nicht, ob ich. Ja. Also, beteiligen, ja. Ich hatte einen Chef. Der fährt 3 Porsches. Ich fahre jetzt irgendwie Bahn. Ja, ich habe kein Auto, bin ein autofreier Mensch. Und der steht eben halt auch auf Autos. Und dann habe ich mit 2 Kollegen halt einen Shop so schnell gemacht, dass der Fernsehwerbung schalten konnte. Das war vorher nicht möglich. Das hat ungefähr 1 Jahr lang gedauert. Und nach dieser Fernsehwerbung haben die einen 2-stelligen Millionenbetrag mehr umgesetzt. Und da kam ich zu meinem Jahresgespräch und dann hat er sich 2 neue Porsches geholt. Und ein so ein Ding, das sieht aus wie Enterprise, nur dass es nicht fliegen kann. Ja? Im Jahresgespräch haben sie dann gesagt so, hör mal Roland, also jetzt hier mit der Fernsehwerbung, also mehr Geld ist hier leider nicht drin. Ich habe das geholt. Das kam aus meinen Fingern. Beteiligung, Erfolgsbeteiligung. Macht auch viel mehr Bock, wenn du am Ende des Jahres eine Prämie bekommst, irgendwelche Ziele vereinbarst. Umsatzbeteiligung. Wir müssen uns mal auf sowas, was die Finanzindustrie und so, was uns eben halt andere, es gibt einfach viel geilere Bezahlungsmodelle. Ja? Da müssen wir mal drüber nachdenken. Diese Sicherheit von damals irgendwie, die brauchen wir alle nicht mehr. Ja? 10% weniger Gehalt und sagen hier Umsatzbeteiligung von 5%. Ja? Dann werden sie auch mal ernst genommen. So, und dann machst du auf einmal auch Kohle. Kenne deinen Wert und was du eben halt wert bist. Nein sagen, ja. Kohle tauschst du gegen Freizeit. Wir arbeiten nicht gerne. Wir programmieren gerne geilen Scheiß. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie
total gerne halt arbeiten, weil wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Ja? Jeder, der euch von eurer Freizeit, von euren Kindern, von euren Familien, vom draußen sitzen, am Biergarten, von Seychellen und sonstigen abhält, der muss dafür bezahlen und zwar jede Stunde. Ja? Mir hat jetzt vor kurzem mal eben halt einer gesagt, ey Roland, du kriegst 80 Euro die Stunde, also wir zahlen hier nur 75. Ich gesagt, hier, und? Vielleicht arbeite ich ja schneller oder langsamer. Diese Stundenscheiße, das ist doch total, da gewinnt ja immer der, der am langsamsten ist, ja? Glaubst du mal mit irgendeinem Marathonläufer oder hier Usain Bolt oder sonstiges, der braucht hier irgendwie 9 Sekunden oder was auch immer, wenn der 100 Meter läuft, ja, wenn ich 100 Meter laufe, brauche ich 17 Sekunden? Ich weiß es halt gar nicht so, ja, wer gewinnt denn jetzt hier irgendwie so? Da gewinnt der Langsamste, solange wir in Stunden gemessen werden. Nein sagen, das Wert sein, euch schützen, andere schützen, ein klares Signal aussenden, das ist wichtig. Ja? Get up your ass. Zusammen. Der Pult hier, das steht einfach doof, ne? Ja, zusammen sind wir stark. Das ist nicht einer von uns alleine. Das bin nicht ich hier alleine, der hier eben halt so oben irgendwie steht und das eben halt fordert. Sondern das ist eben halt irgendwie, geht auf Twitter hin und sagt halt hier, Arbeitsschutz in der IT, Roland, geile Idee. Das hauen wir halt raus. Damit gehen wir mal in die Presse. Damit gehen wir eben halt mal irgendwie beim Lanz aufs Sofa. Ja? Wir gehen da eben halt mal mit raus, wir schreiben einen Artikel drüber, wir fordern das. Wir schreiben irgendwie in Blogs rein, dass das eben halt so, wir machen da mal, wir hauen mal auf den Busch. Das könnt ihr mit mir, mit Never Code Alone auf jeden Fall machen. Bringt eure Geschichten halt raus, bringt eure Ideen raus. Sagt, warum ihr ein guter Arbeitgeber seid. Sagt, warum andere scheiße sind. Ja? Nicht immer diese Geheimniskrämerei. Was soll denn das? Das ist so ein geiler Job. Wir haben hier, guck mal, hier so eine Frostkauen, die kostet gar nichts. Das ist alles total geil. Genießt das mal, nehmt das an, fordert das ein. Ja? Es kann nicht sein, dass man irgendwie so wie in der Steinzeit leben muss, ja? Die erzählen dir eben halt so irgendwie, wenn du mit dem Holzfahrrad, der Kunde will eben halt, dass du mit dem Holzfahrrad irgendwie immer einen Wasserkasten nach Berlin bringst, ja? Ist doch okay, wenn er das bezahlt. Nein, ist es nicht. Ethik. Es gibt Programmierer, die bauen ein, dass Leute, die mit einem aktuellen MacBook auf Shops kommen, irgendwie. Weiß ich nicht, ob das Booking, will jetzt auch nichts Falsches sagen hier groß, ja. Dass da die Preise im Shop 10% teurer sind, weil die halt wissen, dass sie das bezahlen. Ich habe 5 Jahre bei Bob Mobile gearbeitet, ich habe Handy-Abos verkauft, ich spreche mich davon nicht frei. Ethisch. Sauber programmieren. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Folgt mir bitte auf allen Kanälen. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein Java-Event. Setz mich eben halt ein mit diesen Live-Coding-Events für kostenlose Weiterbildung. Ihr bekommt von mir einen Shuttle, um hinzufahren. Ja, ich hole euch am Bahnhof ab. Ich trage euch dahin. Ich hole eure Teams. Ich spreche mit euren Teamleitern. Das mache ich alles. Ja, ich setze mich dafür ein, dass es gute und kostenlose Weiterbildung gibt. Das schaffe ich, weil ich irgendwelche Follower, weil ich irgendwas an Reichweite halt habe. Von daher folgt mir auf den Kanälen, gebt da ein Like hin, so, ich kämpfe für uns und für die Sache. So. Wir haben hier nochmal zwei Tassen, die ich an den Mann bringen muss. Ich habe hier einmal den Legacy Fighter, ja, der setzt sich eben halt, also der Legacy Fighter, den muss er halt immer im Stand-up morgens, klare Kante, ja, und Never Code Alone Logo, ja. Also, wer es fängt, gewinnt schon mal den ersten, hast du nicht schon eine Tasse von mir? Wen willst du haben, den Fighter oder das Logo? Okay, einmal weiterschmeißen. Ja. Einmal das Logo bitte für den jungen Mann. So, ja, habt ihr Fragen, Diskussion? Ich weiß nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit hier? Offene Diskussionsrunde können wir halt, den Ball haben wir ja noch. Das Mikro haben wir hier. Nee, den musst du ja schmeißen. Schmeiß mal irgendwo hin. Sagst du mal, was du von dem Talk gehalten hast. Gibst du mal bitte nach hinten zum.
Ja, vielen Dank für deine offenen Worte. Das zeigt ja auch von der, nicht nur Betroffenheit, sondern super, dass du dich engagierst. Das finde ich gut, weil die wenigsten Leute engagieren sich. Achso, hier, Talk war vorbei. Da könnt ihr mal kurz klatschen, okay, für mich, ja, wohl. Super. Dankeschön, ja. Einen wichtigen Punkt, den ich mitnehme, finde ich folgender. Das Wort beschreibt eigentlich alles und dahinter kommt lange nichts. Das heißt Integrität. Und das hat jeder mehr oder weniger auch mitbekommen. Aber ich denke, das ist nicht nur auf Coder, oder du hast jetzt Legacy Coder gesagt, oder du hast sehr oft das Wort PHP genutzt. Ich habe das noch nie genutzt oder gemacht. Also ich habe mal eine Webseite gehabt, aber sagen wir so, es gibt noch ganz andere Themen. Und die IT gibt es nicht. Aber ich würde mal sagen, ich komme aus einem anderen Bereich, Physik studiert, verschiedene andere Sachen gemacht und wir haben sehr viel mit Ingenieuren gearbeitet, interdisziplinär. Und kannst dir vorstellen, dass auch hochgebildete und wirklich super erfahrene Leute in den Preisen gedrückt werden. Du meinst jetzt nicht Programmierer? Nicht PHP-Programmierer. Vorlagen muss es werden einige Projektleiter gesucht. Projektleiter. Ja. Es werden viele Leute so gesucht, aber du hast recht, es wird immer ein Preis gedrückt. Aber ich denke, du beschreibst ein Geschäftsmodell und dieses Agenturgeschäft, also ich habe mit ein paar Agenturen zu tun gehabt, die Worte möchte ich jetzt nicht nutzen, wie die sich selbst bezeichnen. Der Chef einer Agentur der anderen. Agenturen, also vielleicht Werbung. Also du weißt ja, was Agentur ist und ich verstehe es mal das drunter. Gehst aber in andere Bereiche rein, Ingenieurbüro. Klassische Agentur im digitalen Wandel. Genau, Craftsmanship. Ja, so direkt weglaufen. So, ich will sogar Folgendes vorschlagen. Da versucht die Prozesse zu ändern. Da ist immer nicht nur ein Chef oder ein Geschäftsführer. Der kann natürlich machen, 3 Porsches oder 10 Häuser, ist ja egal. Aber wenn du mit dem Kunden in Kontakt stehst, hast du schon einen Vertriebler. Vielleicht hast du einen Projektmanager. Wenn du den schon mal gewinnst, ist schon mal viel, ja, gewonnen. Und ich denke, da muss man sich zusammentun und Austausch ist immer gut. Wir unterstützen, bin lange Jahre im Python Software Verband gewesen oder heute noch im Vorstand, diese Meetups. Kennen wir uns auch, ne? Ja, genau, kann sein, ja. Ich mache sehr viele Sachen dort auf Fundraising, Mentoring, ja, dieses. Ja, ja. Einfach dieses Craftsmanship. Ja, das Craftsmanship, heißt, ja, ist geil. Ja, genau, 10 Jahre mindestens musst du etwas machen, egal was, dann ist es besser. Aber dass man sich austauscht und diese Themen. Aber ich denke, du gehst das zu sehr, sag mal, mit Gewerkschaften ist nicht getan. Ist nicht getan, dass wir Donnerstag irgendwie mal den Flughafen haben. Gibt den anderen auch noch ein Wort. Ja. Ja. Also ich denke, wir sollten das aufnehmen. Aber vielleicht tauschen wir ein bisschen aus, weil das ist ein bisschen aus deiner Warte. Ja, ich kann da viel beitragen. Ich bin auch sehr politisch aktiv auf verschiedensten Ebenen. Es gibt da genau diese Themen. Aber wir können nicht dagegen ankämpfen, indem wir sagen, ein bisschen auf Frust schalten oder ein bisschen sagen, ja, ich bin dagegen, ich hau alles kaputt. So einfach ist das, glaube ich, nicht. Ja, wir können halt immer erstmal eben halt was machen. Ja. Ja. Ah, guck mal an. Das Mikro kommt nach. Ja. Ja, erstmal Dankeschön für deine offenen Worte. Achso, nur mal ganz kurz, um mal darauf einzugehen, ja. Macht euch sonst selbstständig, mit 4 Mann zusammen zieht eine Bude hoch, ja. Du kriegst aktuell vom Arbeitsamt einen Zuschlag ein halbes Jahr lang 80% vom aktuellen Gehalt. Dafür musst du nur ein Formular bei der IHK ausfüllen. Kannst du dir halt vorstellen, was 80% sind? Ja, also ich hatte ja zuletzt, habe ich ja 3 Tage nur noch in der Woche gearbeitet. Das ist dann auch, also der Dienstag wird der neue Montag und so, ja. Es ist dann aber auch okay, wenn man 4 Tage in der Woche frei hat, 3 zu arbeiten. Ja, das ist dann, das pendelt sich dann auch ein, es fängt sich, ja. Du sägst nicht alle Tage ab. Ja, da hatte ich irgendwie so ein Gehalt halt von 2,5 Kilo oder so, was da eben, also man kann ungefähr sagen, dass bei den 65.000 pro Arbeitstag halt 1.000 Euro netto hängen geblieben sind, ja. Und da hatte ich eben halt dann am Ende irgendwie 2,2, die ich eben halt vom Arbeitsamt halt bekommen habe, für wo ich eben halt Krankenversicherung und Miete von zahlen konnte, ein halbes Jahr lang. Und du alle Kohle, die du eben halt reinholst in der Zeit, ja, die musst du halt ganz normal versteuern. Das wird jetzt irgendwie so, die zahlen dir das halt komplett, ja. Es gibt super viele Fördermöglichkeiten. Und wenn du es einfach nur mal ein halbes Jahr probierst, ja, du kannst ja immer wieder zurück. Mit einem Anruf kannst du dich auch wieder einstellen lassen, ja. Es gibt Chancen. Bitteschön, ich hatte dich hier. Nicht schlimm. Finde ich spannend. Lass den Koffein mal testweise weg. Also das ist echt krass, wenn ihr 3-4 Tassen Koffein am Tag trinkt, testet einfach mal, was das mit euch macht, wenn ihr es weglasst. Weil, keine Ahnung, ich kam halt immer irgendwie total kaputt nach der Arbeit nach Hause, hab den Koffein mal irgendwie im Monat weggelassen und was das einfach mit dem Kopf macht, weil ihr überarbeitet euch, weil ihr euch halt mit dem Koffein dopt. Und das machen ganz viele und das ist ein relativ einfaches Mittel, um mal ein bisschen Ball halt, Marius, zu entspannen. Ja. Das kann ich bestätigen. Ich bin seit 3 Jahren koffeinfrei und das ist ziemlich gut. Das ist Freiheit. Jetzt hier Club echte Martin, Freiheit. Ja. Hier, der junge Mann möchte einen Pass bekommen, ja. Meine Empfehlung ist Bewegung. Seit ich
kein Bahnticket mehr habe und mit dem Rad zur Arbeit fahre. Ja, das ist voll gut. Wir bekommen jetzt auch so Elektro-Job-Räder, damit kann ja jeder Tennisfahrrad fahren. Das, ja. Das Lustige ist, es gibt eine Studie dazu. Ja. Und egal, ob man mit dem Fahrrad mit oder ohne Elektroantrieb fährt, man ist einfach nicht so einen hohen Stresslevel auf dem Weg Berufsverkehr, schon ausgesetzt. Berufsverkehr, Hölle, ja. Selbst in der S-Bahn hat man ein Stresslevel vom Kampfjet-Piloten. Ja, auf jetzt weiß ich nicht vom Kampfjet-Pilot, ob das jetzt mit mir vergleichbar ist, wenn ich in der S-Bahn bin, ja. ich sag mal, also in Duisburg vielleicht nicht, ja. Aber trotz alledem, tatsächlich ist irgendwie nachgewiesen, dass 30% vom möglichen Burnout aufgrund vom Berufsverkehr entsteht. Ja. Okay. Danke. Was wäre jetzt, wenn man als, sagen wir mal, Berufsanfänger noch gar nicht diese Macht hat, zu sagen, jetzt fange ich überall an oder dass die Kollegen auf einen hören, weil man ist ja gerade neu im Betrieb, während da die anderen schon 10, 20 Jahre sind. Also wir haben ja auch nicht die Macht. Ja? So, also von daher, aber trotz alledem, du hast deine Ausbildungskollegen, so, das sind auch Leute, die gesucht werden, du kannst dich eben halt an größere eben halt wenden. Lass dich bloß nicht drücken. Dieses hier, mach du erstmal Tickets und dieses von oben herab, diese Scheißtitel, dieses komische Bundeswehr-Stablinien-Autoritätssystem, das ist total überholt, ja. Du hast dich vielleicht mit aktuellen Technologien auseinandergesetzt und da ist irgend so ein Picknicker, der macht seit 15 Jahren nichts anderes. Kobol. Ja? Und der bestimmt dann aber eben halt, hier werf den Ball und das Mikro mal nach hinten da, der bestimmt eben halt, weil der eben halt Lead-Developer oder sonst was eben halt so. Du hast Zähne, ja? Michael Jordan irgendwie so 18 Jahre halt oder sonstiges hat er halt ein Dunking von der Firewolf-Linie gemacht. So Neymar, Fußballer, ich kenne es eben halt auch, Sportler, gibt eben halt wahrscheinlich auch talentierte Entwickler. Der Junge, der React.js geschrieben hat, ja 17 Jahre alt bei Facebook, leitender Entwickler für die neueste Frontend-Technologie. Ja. Weißt du, was sie in Deutschland mit dem gemacht hätten? Kaputt hätten sie den gemacht. Dem hätten sie auf die Fresse gehauen. Also ich wollte gerne direkt darauf antworten auch. Also gerade wenn du als Junger reingehst, du bist als Junger für ein Unternehmen immer doppelt und dreifach wertvoll. Du hast in der Regel noch keine Kinder, deine Gesundheit steht nicht in Frage und du bist frisch, du arbeitest dich schnell in neue Sachen rein. Also geh nicht dahin so, boah, ich bin doch nur ein Luschi, weil ich ja noch gar keine Praxis mitbringe, sondern umgekehrt, du bist der Juwel der Zukunft. Ja, also hier, es wird einfach... Genau, wenn sie dir so ein Gehalt anbieten, sagst du direkt, komme ich nur 4 Tage. Also der wichtigste Satz für jegliche Unternehmensführung ist, Wertschöpfung beginnt mit Wertschätzung. Und Respekt ist da auch... Der Respekt gehört dazu, richtig. Ja. Oh, muss ich so weit werfen? Ansonsten ruf mich an. Jetzt kommt das Mikro. Was hast du für eine Programmiersprache? Hier, die Tarent, die sind echt gut. Ja, ich weiß nicht, ob die ja... Bist du hier im Raum Bonn? Ja, dann wende ich mal hier Tarent, die sind echt gut. Die stehen da vorne, das sind nette Leute. Die machen sensationell irgendwie, was sich Developer in Prozesse einbringen können. Die haben eine ganz moderne Art zu entwickeln. Das ist ein super Laden, geh da hin. Hallo, also ich bin Tamaro und ich bin 19 Jahre alt und ich fange jetzt nächsten Monat auch eine Ausbildung als Fachinformatiker an und ich wollte sagen, dass ich ein 3-stündiges Bewerbungsgespräch bei meinem Ausbildungsbetrieb hatte. Das hat, also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal ein so langes Bewerbungsgespräch hatte. Jedenfalls lief es auch so, dass noch bevor ich zugesagt habe, ich direkt um mein Gehalt verhandelt habe. Denn mein Ausbildungsbetrieb wollte mir 850 Euro im Monat geben. Und ich meinte, nee, ich habe darauf keinen Bock. Weil jeder meiner Klasse, der nicht im IT-Bereich irgendwie anfängt, sondern Busfahrer wird, verdient 1.300 im Monat so. Ich war dann halt tatsächlich derjenige, der am wenigsten in meiner Klasse verdient, als Wachinformatiker. Und ich habe mein Gehalt dann in jedem Monat, also in allen 3 Jahren, um 100 Euro hochgedrückt mit einer E-Mail, in der ich, gut, die E-Mail war auch bestimmt eine DIN A4-Seite lang, aber ich habe denen auch klar gemacht, dass ich es wert bin. Und ich denke auch, wenn man
noch nicht angefangen hat, so wie mein Vorredner das auch schon gesagt hat, man ist es wert und ich denke, das muss man auch selber sehen und auch dafür kämpfen. Ist natürlich eine andere Generation hier, man hört ja immer wieder wildeste Sachen aus von Absolventen, was Gehälter angeht etc. So, aber ist gut, dass es euch gibt. Ja, ich will euch da auch nur ermutigen, solche Dinge eben halt auch zu tun. Und einzufordern, also ich habe wesentlich weniger bekommen, muss ich eben halt sagen. Ich war damals erster Ausbildungsgang, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung 2000, wurde die D-Mark abgeschafft und sonstiges, ja. Geld ist nicht alles. Ja. Ja? Natürlich. So, geile Kollegen und irgendwie so ein Job, wo du gerne hingehst, ist wichtiger. Ja, also man sagt eben halt, also in der PHP-Szene sagt man auf jeden Fall so, ab 60.000 Euro im Jahr ist es Schmerz, dass du Schmerzensgeld bekommst. Ja, weil du so viel, also da musst du eben halt Schmerz in Kauf nehmen. Überstunden sind abgegolten und sonstiges, ja. Gehalt, schwieriges Thema, aber transparente Gehälter, wichtig, ja. Ja, weil du das ja auch mit der Gewerkschaft angesprochen hattest. Deshalb. Okay, ja. So machen wir noch zwei Bälle und dann besaufen wir uns. Wer noch wer? Ja. Da! Der Marius, nochmal das Wort gehabt. Jetzt hast du den Sprachball weggeworfen. Das gibt's doch gar nicht. Also ich habe damals nach der Ausbildung... Wie ist dein aktuelles Gehalt? Reden wir jetzt nicht drüber. Ich mache gerade eine soziale Pause. Also ich bin im Elternurlaub, weil... Einkommensfrei. Sag mal, ja, ich bin einkommensfrei. Nee, einkommensfrei nicht, aber ich mache momentan einen Job, wo es nicht so sehr ums Geld geht. Okay. Aber damals nach der Ausbildung, als ich den Betrieb gewechselt habe, habe ich bei 3 angefangen. Das waren noch D-Mark-Zeiten. Das kann man aber heute nach 20 Jahren 1:1 umrechnen und habe mit der Firma auch verhandelt und gesagt, ich nehme am Anfang weniger, weil ich weiß, was ich wert bin. Ich möchte aber auch später das und das haben und habe dann nach 1,5 Jahren dann auch das Doppelte bekommen. Also, okay. Wenn man was kann, man kann sich mit dem Unternehmen entwickeln. Das war auch .NET-Zeit, da war auch noch viel Investorengeld im Markt. Das ist eine, denke ich mal, eine ganz wichtige Perspektive, die man für sich auch immer hat. Und man kann sich weiterentwickeln und man kann den freiberuflichen Weg wählen, man kann sich ein anderes Unternehmen suchen. Und es gibt immer zwei Faktoren, die ganz wichtig sind, damit man auch die Balance für sich findet. Es gibt den Spaßfaktor und es gibt den Geldfaktor. Und auf jeden Fall, das kommt hier jetzt gerade auch ein bisschen, irgendwie ist jetzt ein bisschen kohlemäßig abgedriftet, ja. Grundsätzlich Softwarequalität, Teamwork, Code Refactoring, Pair Programming, ne, das sind eben halt alles und dieses nicht alleine in so einem scheiß Ticket abhängen, ja. Das ist ja auch die Hölle, wenn du irgendwas halt nicht hinbekommst und einen fragst und dir sagst, boah, ich bin so busy, ich kann ja heute Abend, kannst du mich nochmal fragen. Das ist scheiße, so Leute im Problem zurücklassen. Immer irgendwie helfen. Wenn einer sagt, hier, guck mal kurz drüber. Das ist auch dieser kurze Schulterblick, der was weiterbringt. Helft den Leuten, helft euch gegenseitig. Lasst euch bitte bei der Arbeit unterbrechen und seid da nicht immer so hier, wenn du das Ticket halt nicht hinbekommst so und dann ist der Druck und so. Helft euch gegenseitig. Das ist echt wichtig. Ja, dieses Versauern, du bist eben halt weich, dann denkst du ja am Ende, du kannst nicht mehr programmieren, weil du irgend so eine Scheiße nicht mehr raffst. Ja, da einfach mal zu zweit drüber gucken. Pair Programming, fordert das ein. Helft euch gegenseitig. Druck rausnehmen. Ja, Leuten helfen. Die gehen nicht mehr trinken, die gehen nicht mehr irgendwie so, also jetzt nicht abends, meine ich jetzt nicht. Die trinken halt zu wenig, die verzögern sich immer die Mittagspause, die sind voll stressig. Die sind in so einem Level, immer, die kippen dir um vom Stuhl. Helft denen, sagst du mal, Alter, geh nicht mal zurück, nimm mal einen Gang raus. Wir gucken da mal vernünftig drüber. Was hast du denn da? Ja, mach mal X-Debug an. Ich habe, wie auch immer das in Java halt heißt, ja. Gibt so viele Leute, die ihre Tools nicht bedienen können. Ja? Zeigt denen, wie das geht, wie man eben halt effektiv arbeitet. Gebt denen Tipps. Ihr seid gute Entwickler, weil er zu Konferenzen geht und euch weiterbringt, ja. Software Craftsmanship. Helft dem zu debuggen. Gebt denen Tools an die Hand und entwickelt euch gemeinsam weiter. Das war doch ein ganz schönes Schlusswort, ne? So, dann vielen Dank.